So, meine Damen und Herren, wir sind wieder zurück beim Mountain Blade 2 Bannerlord. In der letzten Folge ist meine Tochter gestorben. Und ja, wir machen jetzt hier weiter. Wir rächen uns für den Tod. Ich sehe mir noch ein Let's Play auf Twitch gestreamt, dafür habe ich nachträglich hochgeladen. Das ist der wahre Grund, warum wir jetzt das Imperium vernichten. So. Wir setzen die Belagerung fort. Ich hatte in der letzten Schlacht, in der letzten Folge, noch alle Gefangenen mitgenommen. Sie war übrigens meine Quartiermeisterin. Ich weiß jetzt nicht, ob mir das hier jetzt zum Verhängnis rutscht. Aber die Mauern sind ja noch kaputt von da, wo wir angegriffen hatten. Wir können direkt rein. Und das war auch die Idee, ne? Wir sofort angreifen. Oh, wir haben so... Das war so ein guter Sieg. Das war so ein guter Sieg. In der letzten Folge. Aber mit so einem harten... Ist das. So. Oh. Meine Tochter. Wie viele Kinder ich habe? 2. Ich wollte immer 3, aber meine Frau war dagegen. Soldiers! Warriors! Attack! Troops! Follow your sergeants! Und ich glaube, mein Bruder hat 3, mein anderer Bruder hat auch 3. Müsste nochmal nachgucken. Aber ja, mein Sohn ist jetzt noch unterwegs. Einfach rein da. Stimmt es. Sind nicht viele. Ah, das Katapult. Es sind nicht viele Verteidiger. Präventiver Schuss. Korea zieht sich da immer ein bisschen, ja. Wir schwimmen wie der Wind durch die Stadt. Die war schon mal unsere. Plündern und mordend rennen meine Männer durch die Gassen. Tötet ihn. Der Schmerz sitzt tief, dass meine Tochter jetzt in der letzten Schlacht, in der letzten Folge gestorben ist. Mein Gott! Sterbt! Imperialer Abschaum! Oh Gott, ich gehe fast drauf. Ja, das geht bis tief in die Knochen.
Ja, die zwei behalten wir, das finde ich gut. Der Rest kann weg. Ach, die Äxte brauche ich auch nicht mehr, die Hochlandwurf-Äxte sind weg damit. Rekrutieren wir hier, schmeißen die rein. Ja, sie war meine Quartiermeisterin halt. Das, ja. Wir sind 45, auch nicht mehr der Jüngste. Hm? Wir haben ihn immer noch bei uns. Ich kann nur fragen, wenn ich außen bin. Well. Will sich immer noch nicht beugen. So, Bykoin wird belagert. Das heißt, sie haben Lykaron, Bostrym, Unira, Bykoinfeld. Sind sie unter die Siedlungen. Was ist das für ihn, ne? Ich wollte aber eigentlich noch schauen. Es gab ja noch eine... Noch eine Familie. Die ich davon überzeugen wollte, für mich zu kämpfen. Akron. Besitzer von Syronea, ja, das kriegt wieder einen Cousin. Wie läuft das, wenn deine Frau steht? Behältst du die Kinder und kannst neu heiraten? Und mit ihr weitere Kinder bekommen? Ja. Das geht. Guck mal, wie sich zu der Zeit war, haben wir schon alter Sack, ja? Und schau an, wie ich das Schwert noch schwinge hier. Ja, jetzt ist er entkommen. Ja, hier oben. Ich will kurz überprüfen, ob wir das da hinten auch wirklich hinkriegen. Da sind es zwei Armeen, ne? Ja, das kriegen wir hin. Ich überprüfe es trotzdem noch schnell. Ja, das ist gleich unser. Ich muss den anderen von den Cousin noch holen. Ich will den unbedingt bei uns haben. So, Besitzer von Bykoin. Er kriegt mir etwas zu viel gerade. Auf der anderen Seite muss man ja auch schon sagen, also der Besitz ist teilweise auch schon sehr krass verteilt. Wahrscheinlich hat er sogar mitgeholfen bei der Schlacht. Asis. Soll wohl immer noch da sein. Wir entsenden einfach schnell die Truppen. Akrom! Natürlich bist du mein Gefangener, hallo. Wenn wir Glück haben, wurde jetzt der andere hier noch gefangen genommen.
Okon. Wo ist Okon? Hier ist Okon. Bist du? Du bist Okon. I'm yours to command. Ja, ich bin dein König. Ich möchte, dass du mir Mihir gibst. Was soll ich dir dafür zahlen? Jetzt ist Mihir bei uns. Jetzt fragen die Mihir, ob Mihir für uns arbeiten möchte. Und sein Well, forgive me if I cannot wish you peace. Worauf ich hinaus will? Ich habe all dein Land genommen. Wenn du für mich kämpfst, gebe ich dir Neues. Millionenwähler ist gut. Akrom. Einer der wenigen letzten, die noch Besitz haben. Zufrieden? War mir nicht ausgegangen, dass er zufrieden ist. Unira wird belagert. Sehr schön. Hykorn wird wieder belagert. Das ist nicht so schön. Ich darf jetzt keine Zeit, wir müssen nach zu Pykorn. Viel wichtiger ist, wie Pykorn halten. Ich nehme an, dass die so oder so da hingehen und denen in den Arsch treten. Gar keine Garnison drin, Lul. Warum bin ich so langsam? Wir haben eine Herde. Haben jetzt zwar zu viel Nahrung, aber das ist jetzt auch egal. Boah, wir haben es verteidigt. Sehr geil. Okay. Auch wenn das jetzt sehr teuer wird, aber ich will mit der Aserei Frieden schließen. Ich habe gerade nicht genug Einfluss dafür. 100 hätten mir noch gefehlt. Ja, verdammt. Spielt alles keine Rolle. Die Verstoßene. Den hier. Die Nichte. Das hier. Mein Sohn. Ich frage mich. Wir versuchen es nochmal. Es geht. Es geht gerade ganz knapp. Jetzt stimmen nicht mehr so viele dagegen. Wahrscheinlich haben einige keinen Einfluss mehr. Wir schließen Frieden mit ihnen. Dann behalten wir die Burg gerade noch. Gerade noch knapp. Das kostet uns wahnsinnig viel pro Tag. Aber damit haben wir das hier mal gesaved. Der Mut. Also warte mal ganz kurz. Das ist mein Sohn, meine Nichte, Nichte, Bruder, Nichte, Neffe, Neffe, Neffe. Ja, wir haben einen einzigen Sohn noch. Eins, zwei, drei. Das ist die Stadt. Wenn die fällt, besitzen sie. Ja, genug. Nimmt er das jetzt gerade selber ein?
Wir helfen ihm jetzt hier schnell. Das ist die letzte Stadt. Dann haben sie weniger als 4 Städte. Dann dürften wir eigentlich die Mission haben und uns behaupten als die Fraktion, die hier, ne, Chef ist von dem Ganzen. Das vorherrschende Königreich. Ich lasse einfach alle machen. Das Einzige, was mich stört, ist, dass sie diese verdammten Ballisten da haben. Kann ich mich hier irgendwie reinstehlen? Nein. Wäre aber witzig gewesen. Das Stadtlayer neu ist. Sie haben einige Städte hinzugefügt. Es werden auch immer mehr. Das Ziel soll wohl sein, jeder Dings kriegt eine. Kriegt eine unique. Also jede Stadt ist irgendein unique. Die ist vielleicht sogar schon so weit. Bin nicht sicher. Gatilla ist irgendwo oben, bedient eine Dings. Tötet wahnsinnig viel. Dass ich den getroffen habe. Menschen, bis die durchgebrochen sind. Bin nützlicher, wenn ich die auf den Mauern niederschieße. Durch.
Schade. Dass meine Tochter gestorben ist in der letzten Schlacht, in der letzten Folge, nehme ich immer noch mit. Mann! Tötet sie. Das ist die letzte, die wir brauchen. Alles meine Gefangenen. Die alle hier rein, außer ihr. Auch egal. So. Das ist eigentlich die vierte Stadt, oder? Uff. Ja, dann mache ich hier mal kurz einen Cut. So, Cut Ende dann hier. Also, wir haben kurz die Daten repariert. Das dürfte den Fehler behoben haben. Großes Dankeschön geht hier raus an meinen Chat, die diese Idee hatten. Sehr cool. Also, wir haben Onira noch eingenommen und dann war eben Absturz. Dann habe ich die Daten schnell reparieren lassen. Über 7 geht das. Und das hat es behoben. Also, wir können jetzt hier zack und jetzt triggert die Quest weiter. Sehr geil. Am 21. Tag im Sommer 1107 ist der Geheimpakt zwischen den imperialen Fraktionen ans Licht gekommen, als die Armeen der einstigen Rivalen gemeinsam ins Feld gezogen sind. So, jetzt passiert Folgendes. Ich trinke schnell fertig. Als König darf ich das. So. Schwäch des Imperium ist abgeschlossen. Versorgungslinie stören, das fällt jetzt weg. Der Plan von ihr fällt jetzt auch weg. Und jetzt kriegen wir hier 3 neue. Diese 3 neuen sind, wir müssen das Nordimperium eliminieren, das Westimperium eliminieren und das Südimperium. Dafür müssen wir so heftig gegen sie kämpfen, dass dieser Balken rübergeht auf 100% und dann geben sie auf. Beim West Empire das gleiche und beim Nord Empire auch. Das heißt, wir führen jetzt nach wie vor noch Krieg gegen Nord, Süd, West. Aber
Mit dem elementaren Unterschied, die kämpfen nicht mehr gegeneinander. Die kämpfen nur noch gegen mich. Ich kann auch keinen Frieden mehr schließen. Mit ihnen. Das heißt, die haben sich jetzt zu guter Letzt zusammengetan, um noch vollends gegen uns zu kämpfen. Hier. Ich kann das ihnen nicht anbieten. Bei den Sturgiern geht's. Bei Nordenwei nicht. Kusai. Tania will das auch gehen. Das machen die sogar hier. Damit sie unsere Dörfer und so nicht mehr raiden. Ja, und dann lassen wir das jetzt weiterlaufen. Jetzt müssen wir einfach nur kämpfen. So, wer kriegt Unira? Ja, logisch, Mehir, der zu uns frisch dazu gekommen ist. Sehr sweet. Warte, haben die jetzt all die Gefangenen hier abgegeben? Ja, gerade. Ich hätte gehofft, meine Gefangenen noch abgeben zu können für ein bisschen Einfluss. Ich wieder völlig tot, ne? Einfluss ist wieder absolut weg. Also, wir rennen mal schnell da hoch. Ich würde eigentlich tatsächlich den Rest... Uff. Den Rest eigentlich schon noch machen lassen, möglichst viel von meinen Vasallen, die hier einfach Sachen tot machen. Jetzt entkommen. Ich klicke das von meiner toten Tochter. Nein, als Andenken. Ich behalte sie als Andenken. Okay. Adelsstand. Was wollt ihr denn? Die königlich Integrierten haben Rang 4 plus Clan-Entscheidungen doppelte Auswirkung. Ach scheiße. Die Einflusskosten für das Übereinstimmen von Volksentscheiden wird verdoppelt. Nein, ich habe keinen Einfluss, um dagegen zu stimmen. Sie haben den Moment abgewartet, bis der König vom Einfluss her am schwächsten war. Ach nö. Um den Krieg gegen die Aserei zu stoppen. Was ist das für ein hinterhältiger Move von meinem Adel hier? Mein Glanz. Miese Brise, hey. Ganz linke Nummer. Eine ganz linke Nummer. Nee, ich wollte ja eigentlich... Ich glaube, das geht eh automatisch hier. Da muss ich gar nicht viel machen. Ich gebe meinem Sohn mal mehr Lebenspunkte. Ich habe mir überlegt, ob ich meinen Sohn jetzt zu uns hole und er für uns kämpft. Also, ne, als Quartiermeister bei uns. Aber dann dachte ich mir, vielleicht stirbt er dann. Und, ja, bin ich untröstlich. So, wen habe ich denn jetzt noch gesucht? Ihn. Er ist in seiner Burg hier hinten, ne? Die Vlandi haben uns den Krieg erklärt. Ja, wie bedrohlich. Gut, also das Imperium ist eigentlich am Boden. Das ist hier nur noch eine Frage. Wir müssen aber hier hin. Ja, ein cleverer Streich, einen Adelsstand zu erheben.
Wahrscheinlich ist sie gar nicht mehr hier, wenn ich hier ankomme. Sag's doch. Wir könnten Ordok noch einnehmen. Dann haben sie keine Hauptstadt mehr, also außer die eine da hinten. Dengul, wer ist der Besitzer davon? Ich verstehe nicht, warum das so runtergeht. Okay, ich muss das anders machen. Ich kann nicht zulassen, dass das West Empire uns hier besiegt. Wir reiten da jetzt hin. Und beenden diese Farce. Ich glaube, die kriegen hier einfach die ganze Zeit noch Punkte dazu, weil sie unsere Sachen raiden. So, Lycaron wurde jetzt genommen, finally. Besitzer von Lycaron. Wahrscheinlich, weil sie irgendwelche Dörfer plündern. Ja, das vermute ich auch. Richtig. Burg Corenia wurde jetzt genommen. Ich hatte halt keine Lust, da runter zu reiten zu dem West Empire. Aber die besitzen das halt schon seit Ewigkeiten an dieser Stelle, an dieser Landzunge hier. Also, das südliche Imperium, das. Who are you? Answer quickly before I give the order to attack. Oh, upsie, Daisy, jetzt habe ich nicht geguckt. Aber das ist auch das Süd Empire. Plus 50 haben wir mittlerweile. Jetzt sind die aus Versehen in die reingerannt. Wenn wir die hier nochmal besiegen und die Adligen gefangen nehmen, dürfte das nochmal ein bisschen was geben am Punkten. Dann können wir das Südempire vielleicht sogar direkt in die Knie zwingen dadurch. What? Wie hoch kann ich hier denn hoch? Wir können da wohnen. Und heute. Was ist denn hier los? Was ist denn das, Mann? Das ist ja voll geil. Ich hoffe, deine Soldaten haben ihre Bergsteigerausrüstung dabei. Haben sie immer dabei. Das sind Batania. Die sind wie Schweizer. Die gehören nicht anders. Also ich darf den Witz machen, weil ich bin Schweizer. Ja! Ich weiß nicht, ob sie durch die Höhe jetzt auch noch eine höhere Feuerrate, also eine höhere Distanz haben, wo sie schießen können. Aber nur schon vom Winkel her, ne? Wenn sie von oben runter schießen. Das ist super. Krass nice Verteidigungspose hier. Komm mal ran. Schießt. Jungs.
Ich habe eine ungeile Befürchtung. Nee, doch. Ja, das geht. Ich hatte die Sorge, dass sie wacken, weil sie nicht nach unten schießen können. Oder dass sie nicht runterschießen können, weil die Dings noch im Weg sind, meine eigenen Männer. Das sind sie wohl teilweise sogar auch. Posi ist gar nicht so gut, meine Bogenschützen haben gar nicht so gutes Schussfeld. Und die Kavallerie kommt ja auch noch beschissen hoch. Posi war witzig. Ich glaube, wenn man nur Distanzkämpfer hat, dann macht das mega viel Sinn, aber ich habe das Gefühl, dass meine Dings ein bisschen blockierend dabei waren. Und meine Bogenschützen nicht von Anfang an schießen konnten. Ja, doch, sie haben Mühe, also sie kommen viel, viel langsamer hoch. Das ist schon, ist eigentlich schon ein Vorteil. Warte, wie viel hält denn der aus? Hallo? Sie haben gewartet, bis sie das Weiße in den feindlichen Augen sehen konnten. Ich verstehe. Dann rest mal schnell mit Auto. Ja, alles meine Gefangenen. Kein Problem. Die Truppen nehme ich noch schnell mit. Die Gefangenen nicht. So, und wie viel hat es das jetzt geändert? Um 1. Ja. Ah, 64. Na gut. Ich könnte die Leute auch eigentlich einfach bei mir behalten. Jetzt spielt sie eh keine Rolle mehr. Komm, ich hocke auf die. Viel Spaß. Wir behalten die mal bei uns. In den West Empire mal die letzte Burg noch.
drückt es immer weiter rüber. Zum wievielten Mal wird das jetzt belagert hier, ne? Das wird die ganze Zeit jetzt belagert und dann wird es wieder verteidigt und dann wird es wieder belagert, jetzt ist es wieder verteidigt. Ja, das werden sie wahrscheinlich schaffen. Die Burg wurde eingenommen. Ja, 76. Dauert nicht mehr lange. Die kriegen aber auch das meiste Fett weg, weil wir da eh gerade mittendrin sind. Naja, Mehir kriegt er auch, wenn er sich gewehrt hat. Leute, die Kusai sind jetzt auch alle auf unserer Seite, ne? Super geil. Ja, da wird geplündert und gemacht und getan. 75. Wir nehmen das da, die letzte Burg. Nein, niemand heiratet hier. It's been a while. Wir nehmen einfach alles mit. Es ist eh egal. If you please. Now then. Wie sieht's jetzt aus? Ah ja, jetzt auf einmal geht's euch nicht mehr so gut, hä? Oder ich stopp sie da einfach alle rein. Geht das? Ich will dir sagen, wir nehmen nachher sehr viele Adlige gefangen. Sehr viele Adlige gefangen. Ah, herrlich. Voll gut. Okay, die bauen das hier wahnsinnig fix. Ich weiß nicht, ob wir es, weil so viele drin sind. Ich weiß nicht, ob wir das kaputt kriegen. Aber was hier alles drin ist, heilige Kanone. Gegen das nördliche Empire sind wir auch gerade gut am Gewinnen. Also die Garnison hungert schon mal raus. Kriegserklärung gegen die Aserei. Die sind doch bescheuert.
Ich warte, bis sie mich zwingen, eine Entscheidung zu treffen. Wir treffen jetzt noch keine Entscheidung. Wir zögern das einfach aus. Solange es bei mir auf dem Tisch liegt, bis ich die Entscheidung treffe, sind wir auch nicht im Krieg mit ihnen. Vielleicht ändern meine Vasallen die Meinung noch bis dahin. Und dann, teilweise kann es sein, dass sie eine Kriegserklärung wollen und dann irgendwann ändern sie die Meinung und dann ist das einfach wieder weg. Und da sind auch noch richtig viele. Musea, oh, nett. Besitzer von Musea. Sie wird zuerst entschieden wegen der Asurai-Kriegserklärung, das müssen wir schon abbrechen. Also ich muss. Ich habe keine 4500. Dann erklären wir der Asurai jetzt noch den Krieg. Haben wir das Kaiserreich fast schon an der Wand, dann denken die, wäre doch cool, wenn es noch gegen die Asurai kämpfen. Aber gut, viel ist es nicht mehr. Großteil kann ich auch selber machen. Es sind echt viele noch, ne? Beim West Empire. Also muss man schon sagen, dass die sind treu dem West Empire geblieben. Obwohl es absoluter Quatsch ist für die. Witzig wäre ich, wenn ich es verhungern lasse. Sie kann ich nicht verhungern lassen, ich kann nur die Garnison verhungern lassen. Was haben wir jetzt noch eingenommen? Burgmelion. Dürfte die eine oder andere dürfen aber bald mal am Ende sein. Machen sie mal was kaputt. Ja, seht ihr, wie schnell die das aufbauen, weil so viele drin sind. Dann kriegt die Burg. Wie kriegt sie, wer will sie? Ist wurscht. Das wäre die Gelegenheit gewesen, und jetzt wird nicht getroffen. Dann gehe ich jetzt hier rein oder mache ich die Mauer kaputt? Doch, die verhungern! Ich bitte um Entschuldigung, wir lassen sie aushungern. Alle da drin so verstecken.
Dann haben wir uns den Gegner entfernt. Shit. Dann mach die Mauer noch kaputt, bitte. Die Mauer, Mann. Das erste Mal, wo ich will, dass du auf die Mauer gehst. Boah, es ist offen. Ich glaube, das meiste ist eh verhungert, ne? Soren ist jetzt erwachsen. Ich finde die Cutscene so mega gut gemacht, auch mit dem Baum, ne? Wie es älter wird. Also jetzt die Tochter hier. Es ist auch lustig, wenn es ein Junge ist, dann ist es immer der Mann, der steht. Und wenn es ein Mädchen ist, immer die Frau, ne? Also Mütter betreuen ihre Töchter und Väter ihre Söhne, so wie es aussieht. Den noch? Yes, Baby. Okay, wir gehen jetzt rein. Die haben es ausgehungert. Ich glaube, wenn die Burg einnehmen und die ganzen Adligen gefangen, dann geben sie auf. Dann war's das. Also fürs West Empire. Dann haben wir noch Süd Empire und Nord Empire. Da müssten wir die ein oder andere Stadt wahrscheinlich noch einnehmen. Dann brechen die auch auseinander. Und wenn wir alle drei besiegt haben, dann haben wir unseren Stand der Welt gefestigt. Holt ihr euch die Burg. Nieder mit dem West Empire! Lang lebe Bantania! Zack, Pfeil im Kopf, König tot. Ende Gelände. Ah, hier ist die andere Stelle kaputt. Ist einfach die Mauer zerbrochen, dann müssen sie trotzdem hochlaufen. Das ist aber witzig. Sieht gut aus. Verstärkung gerade rein. Ich muss schon sagen, es ist, selbst wenn die Mauer hier weg ist, ist heftig, das einzunehmen. Wie er runterschießt und dann sich einfach umdreht.
Ich war's nicht, ich war's nicht. Ja, dafür, dass es nur Miliz ist, wirklich Respekt. Die wehren sich wirklich sehr tough hier. Die wissen wohl, worum es geht. Wenn diese Burg fällt, wäre es das mit dem West Empire. Ein bisschen aus dem Stachelschwanz, wie viele Pfeile die mich getroffen haben. Haben die schon präventiv ein schwarzes Banner für den Untergang aufgehängt? Oder warum ist das schwarz, das Banner da hinten? Der Deus ist am Schlachtfeld gestorben. Ich bin emotional abgestumpft, nachdem meine Tochter gestorben ist hier im Spiel. Das juckt mich nicht. So. Das westliche Imperium besiegt. Die Clans des westlichen Imperiums sind zu den umliegenden Königreichen übergelaufen, da ihr Anführer die Hoffnung aufgegeben hat, das Imperium wiederherzustellen. Nun gehören sie zum Südempire. Das finde ich aber ein bisschen blöder. Das ist voll blöde. Was ist das? Am 12. Tag im Winter 1107 ist ein Reich gefallen. Westliches Imperium gibt es nicht mehr. Tod dem Imperium! So. Weiter geht die wunderbare Reise. Ja, er soll erst kriegen. Sein hat eh viel verloren. Ich glaube, Sein hatte recht viel Gebiet in der Wüste. Das ist alles weg. Alles weg. Mein Sohn ist am Kämpfen irgendwo. Wo ist er? Hier oben. Er kämpft hier oben gegen irgendjemanden. Hat's überlebt, hat's geschafft. Der Nustica wird gerade noch belagert. Die Burg haben wir jetzt eingenommen. Besser. Nächste Burg.
Oh nein, der Nustica. Die Belagerung wurde abgebrochen. Ja, Kommentar ist entkommen. Belagern sie jetzt Westrum? Kann ich eigentlich noch Trupps ausheben? Nein. Jetzt belagern sie es nochmal, sehr gut. Wieder zwei Armeen. Ich gehe noch schnell in den Norden hoch, um das Nordempire zu vernichten. Oh, 70 beim Südempire. Kann es wahr sein? Und dann muss ich ja noch holen, dass es dann wegknackt. Wie wahr, das wäre super. Dann geben sie auf, dann ist es zerstört und dann dürfte Vostrum automatisch an uns fallen. Wenn ein Königreich nämlich ausgelöscht wird, fällt, glaube ich, das fällt der Besitz an. Den, der sie ausgelöscht hat, wenn ich mich nicht irre. Warum hast du eigentlich nach der Schlacht gerade ein Achievement für den Sieg bekommen? Du hast doch gar nicht gewonnen. Ich glaube, es war eher der Sieg, dass ich ein Empire vernichtet habe. Das südliche Imperium hat aufgegeben. Wir haben Danustica eingenommen. Fällt Vostrum jetzt an uns? Scheiße. Nein, sie laufen über. Am 19. Tag im Winter 1107 ist ein Reich gefallen. Südliches Imperium gibt es nicht mehr. Ja, lol. Sitze von der Nustica. Okay, die sind einfach zum anderen Empire rüber. Das ist aber nicht. Das finde ich nicht so toll, wenn ich ehrlich bin. Vor allem jetzt haben wir die minus 100. Gleich die Frage, was da passiert, hä? Oder ob das einfach bleibt. Das dürfte, glaube ich, einfach bleiben, aber. Man weiß ja nicht so recht. Komm, wir stürmen das Ganze jetzt einfach. Ein Empire ist noch übrig. Ich frage mich, also wir haben jetzt vom West Empire haben wir alle ins Süd und ins Nord Empire getrieben und das West Empire vernichtet. Dann haben wir das Süd Empire vernichtet und haben da alle ins wann sind die rausgefahren? Und haben von da alle ins Nordempire getrieben, vom Südempire.
Wo gehen sie hin, wenn wir als letztes zerstören? Zu den Kusai, zu den Aserai, zu den Botaniern. Hear me! Those four warriors! Soldiers! Onwards! Viel offener hinstellen, Jungs, viel offener hinstellen. Der König geht mit. Für dich klingt so ein Kampagnensieg mit der Herausforderung, die wir da gekriegt haben. Wir werden sehen, wenn wir die Kampagne gewinnen und werden nichts kriegen, was wahrscheinlich das. Oh, Scheiße. Hier rein! Gott, ich will hier raus! Mein Gott, ist das eine enge Scheiße hier. Warum rennt denn der einfach durch? Was stimmt mit dem da nicht? Wahnsinn.
einfach mal schnell, schnell rein, war wohl nichts, ne? Verdammt normal. Nein, das gibt's nicht. Okay, 15 Mann verloren. Unglaublich. Gefangen, gefangen. Nehme ich mal zu mir. Ja, mal zu mir. Zeigen schon eine Gnade. Wie sieht's aus? Minus 100 immer noch. Okay, gut, warte, das rechnet er mir nicht sofort an. Da muss ich zuerst noch hier noch hin. Doch, minus 100. Bleib bei minus 100. Also dadurch, dass wir die anderen zerstört haben, haben wir die schlussendlich mega gestärkt, hä? Ja, komm, scheiß drauf. Wenn wir Frieden mit der Aserei noch schließen könnten. Könnten wir die einfach wirklich schnell platt machen. Aber jetzt aktuell kämpfen wir noch zu einem nicht unerheblichen Teil gegen die Aserei. Natürlich ein Problem ist. Ja gut, wir müssen wohl Burg für Burg einnehmen. It's been a while. Eben noch minus 100. Naja, zwei Burgen, hier noch eine Burg. Was? Vlandi hat was eingenommen? Die Vlandi haben das hier einfach erobert. Die haben ihr Comeback. Okay, okay. Ja dann. Wir haben einfach ihr Comeback. Noch lachst du, gleich laufen meine Leute über, ja. Die alten Vlandier, die da noch irgendwo treu ihrem König geschworen haben, laufen jetzt reihenweise dann zu ihm über. Sieht schon kommen. Das wäre wahrlich ein Problem.
Komm, wir machen mal schnell Belagerungsgerät. Wahnsinn, immer noch minus 100, ne? Ich habe lange genug getrauert, das kann weg. Burg Morenia. Weiß gar nicht, wem wir das jetzt genommen haben. Im Landian. Wir haben nichts mehr. Angriff. Das wäre bitter, wenn jetzt dann die ein oder andere noch zum Lande überlaufen und auf einmal bildet sich da so ein Ball an Vasallen, die mich über Zeit angefangen haben zu hassen und ich habe das nicht gemerkt. Das wäre böse. Das wäre richtig böse. Devious. Ja! Really, really devious. Okay, hoch im Norden oben, die Burg der Kuzai, besetzt vom Empire. Ja, die müssen wir den ganzen Weg hochschieben, ne? Winkel. Meine Leute müssen Götter sein, wenn sie bei der Witterung den Dings hoch. Ja, ja. Das die dienen schon so lange unter mir, die sind aufgestiegen. Sehr befriedigend, wenn ich über diese Distanz recht präzise bin. Also sie bewegen sich weg, das ist nicht so geil dann. Diese Belagerungstürme. Unfassbar. Das Imperium fällt nun.
magische Schild. Schon bis die Belagerungstürme oben haben, ne? Von uns. Ich habe eigentlich extra Belagerungstürme geholt, dass wir drei Leitern haben, um hochzugehen, also jeweils zwei extra. Ich weiß es nicht, ob sich das wirklich so gelohnt hat schlussendlich. Nein! Das wäre es gewesen, hätte ich rüberziehen können. Das Tor ist offen. Gemütlich spazieren. Ihr müsst rennen. Mal besser getroffen, ne? Oh, ihr habt das gar nicht. Ach so. Ich habe ihnen den Befehl gegeben, ihn anzugreifen, obwohl sie da gerade fast fertig waren. Sie einzuschlagen, dann wären sie drin gewesen. Ja, unglücklich. So, Burg Dinar wurde genommen, die Wahl hat begonnen. Zeigen Gnade. Wissen, was kann hier schnell rein. Dass da noch ein bisschen Verteidigung drin ist. Und der Nustika wird wahrscheinlich von den Kusai, von den Aserai belagert. Die letzten großen Feinde, die wir eigentlich noch haben in der Wüste. So, wie sieht's jetzt aus? Minus 81, immerhin. Kann ich eigentlich... Ah, das kann ich eigentlich umstellen, ne? Ich kann eigentlich sagen, kämpf gegen die... Aggressiv, volle Kanne, offensiv, so viel wie geht. Macht sie putt. Bis zum letzten bisschen.
das noch fällt, das hier. Das sind gerade belagert. Die gehen denen helfen. Aus wie vielen Clans besteht das West Empire, das Nord Empire denn jetzt eigentlich? Will ich es wissen? Das ist fast so viel. Das ist fast so vielen wie wir. Die haben sich unglaublich zusammengetan, so, ne? Now then. Nehmen wir alle gefangen. Gar keine Diskussion. Ich habe aus Versehen jemanden freigelassen. Lol. Die Gefangenen nehmen wir bei uns auf. Ah, wisst ihr was? Ich schmeiß den ganzen Schmarren raus. Ja, scheiß drauf. Dann bin ich schneller unterwegs. Ich bin immer noch schneller. Ich bin Batania im Wald. Mein Gefangener jetzt. Den nehmen wir mit. Das lassen wir liegen. Und belagern. Gut, das sind nur Holzmauern. Es hat echt nicht viel geändert, voll doof. Ich glaube, wir müssen mich super viel gefangen nehmen. Und ich glaube, alle Burgen und Städte müssen weg. Dann haben wir es hingekriegt und ist das Empire endlich vernichtet. Eieieiei. Burg Gauss wurde eingenommen, sehr schön. Viel fehlt nicht mehr. Ich glaube, wenn wir hier noch kämpfen, dann machen wir noch ein Level. Besitzer von Burg Gauss. So, dann haben sie diese Burg noch und unten noch die Stadt, die sie ja übernommen haben vom Südempire. Ist eigentlich voll gemein. Aber die sind samt allem Hab und Gut, sind die rüber. Der Hoffnung, dass der König das noch drehen kann bei ihnen. Da muss ich sie leider enttäuschen. Hat das Gutes? Ja, ein bisschen was reingerissen, ne? Ich würde sagen, wir bauen zwei Katapulte und dann stürmen wir das. Let's go. Einfach schnell. Ich weiß nicht, ob die hier so schon stehen. Auf der rechten Seite stehen sie definitiv schon. Deswegen versuche ich so schnell wie es geht. Hier hoch. Die Bogenschützen sind schon da. Gott.
vielleicht die Burg. Dann ist es noch eine einzige Stadt, zu der wir müssen. Versuch mal selber die Tore aufzumachen. Angriff. Jetzt könnt ihr rein. Ich muss sie aufhalten, das zuzumachen. Die kommen jetzt nämlich und versuchen das Tor zu schließen. Ihr müsst nicht vorne durchrennen, ihr müsst hier rein, Mann! Da, einer hat's verstanden. Zwei haben es verstanden. Ja, danke schön. Nehmen Sie alle mit, weil der Rest kommt hier ins Garnison rein. Das wollte ich eigentlich nicht mehr mitnehmen. Dann 70 Mann muss reichen. Was drum? Das letzte, was wir noch besitzen. Wenn das weg ist, haben wir sie hoffentlich. Dann haben sie keine Stadt mehr, nichts mehr. Sie können nirgendwo mehr rekrutieren. Was war es dann? Wir geben es einem Sturgier, das Gebiet. Chastimir. Naja, wir haben noch ein Level gemacht. Wir machen noch auf Speer. Oder? Wir machen noch rein auf Speer. Die alten Tage lernen wir noch ein bisschen spähen. Komm hier, machen wir dir noch eins höher. Let's go. Wir hätten auch Athletik machen können. So, Lex Armee geht jetzt hoffentlich runter. Vostrum. Ja, und dann nachdem die Kusai besiegt sind. Und das ist nur noch das hier, dann würde es in die Wüste gehen. Ob ich das noch mache, weiß ich nicht. Ich wollte eigentlich einfach das Empire vernichten. Aber hier ist es eh ein Selbstläufer. Sobald die weg sind und das passiert, was ich hoffe, das passiert, dann haben wir es. Mein Gott, sind wir langsam. Ja, die brechen die jetzt dann gleich durch. Habe ich nicht. Okay, dann werden wir Burg Garon-Tor halt verlieren. Das Tor in die Wüste. Aber macht nichts. Haben wir was drum? Hat sich das hoffentlich dann erledigt. Will ich noch eine Armee zusammenbauen für den finalen Akt? Noch gucken, wer grausam ist und wer nicht. Wir haben ihren König zu dienen. Punkt.
Wow. Okay. Wow. Okay. Wow. Okay. Das sind mehr als vorher. Und es sind recht viele drin. Holy shit. Ja, das, also wenn die, wenn wir den Großteil der Adligen besiegen, ne, die erwischen, dann das war's. Wie beim West Empire, das gleiche mit der Burg. So, in einem Tag hungert die Garnison. Hier aus 507 Mann besteht. Dann brechen wir die runter. Dann fangen wir mit den Trebuchets an, die Sachen zu zerschießen. Da kommt Unterstützung. Doch nicht. Die hungern. Dann sind mal 500 weg. Dann ist es ausgeglichen, rein von der Anzahl an Leuten. Ja, gar nicht mehr über 600. Was? Da schmelzen sie. Jetzt kann es sein, dass die Adligen natürlich... Die Adligen haben ja noch separat Nahrung. Die teilen sie ja nicht mit der Garnison und Co. Dann behalten sie für sich und ihre Leute. Kann jetzt sein, dass die natürlich auch noch das out of Nahrung gehen, ne? Und dass die dann auch noch anfangen zu hungern. Dann geht es noch weiter runter. Das hatten wir ja vorhin gesehen. Oder von einer längeren Zeit jetzt auch schon. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Aber es scheint zu gehen, dass die separat, wenn die nicht Nahrung kaufen gehen, ja. Kein Plan, warum die schon hungern, obwohl Nahrung noch bei uns stand. Weil so viele gierige Adlige drin waren. Weil das Kaiserreich nicht für sein Volk guckt. Deswegen muss es vernichtet werden. Laberback. So. Hier sind so viele Flaggen, dass man gar nicht sieht, was für Flaggen da sind. Das große Finale hier, ne? West. Ja, kommen nochmal 1500 Mann. Muss zur Seite stehen. Die absolute Zerstörung hier. Katapult kaputt schaffen. Und das Katapult kaputt schaffen. Ja, es fehlt nicht mehr viel, bis die Mauern gebrochen sind hier. Auf der anderen Seite habe ich ein bisschen Schiss, dass sie mir meine Sachen hier kaputt machen. Komm. Obwohl, nee. Da fehlt zu wenig noch. Die Seite ist offen. Wir hauen jetzt ab. Und ich weiß, sie wissen, dass wir es jetzt eh gewinnen. Ich hab die Armee gebraucht. Ne? Also wir mussten das zusammenrufen, sonst hätten wir gar nicht genug Leute gehabt, da reinzugehen. So. Wir führen den großen Angriff aus. Wir holen uns Westrum. Bostrum. Bostrum. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Die Stadt am Meer. Eine schöne Stadt am Meer. Übrigens. Bows! Warrior!
Rein da. Wir zerstören das letzte bisschen Empire. Zerschlagt sie meine sturgischen Soldaten, zerschießt sie meine botanischen Bogenschützen. Ja, damit haben wir die Welt unterjocht. Sturgischen Nahkämpfern, botanischen Bogenschützen, zwischenzeitlich hatten wir noch landische Reiter. Ins Y mit F. Geht ein bisschen schneller mit Y. Sie blockieren gerade ganz gut, ey, Wahnsinn. Vorwärts. Sind zu viele. Ich habe meinen Bogenschützen jetzt gesagt, sie sollen das Tor aufschlagen. Da gehen wir nämlich so hier gleich durch. Dann rein. Wir kommen hier fast gar nicht durch, wie ihr seht. Alter, die Soldaten, die hier drin sind, sind gut. Allah, Allah, Hilfe! Blutig, weil wir sind drin. Es ist geschafft. Ein Blutbad. Wie das West Empire kämpfen sie auch verdammt tapfer noch, Mann. Das ist unglaublich.
Die halten wirklich an ihrem Kaiserreich fest. Da hinten wollen sie hin. Eine Person flieht gerade noch. Greifen den Burgfried noch an. Der letzte Akt. Alter. Ey, die haben tapfer verteidigt. Wahnsinn, wir sind über die Seiten nicht reingekommen, obwohl die Mauern kaputt waren. Stellt euch vor, wir hätten nur Belagerungsgerät gehabt und die Mauern nicht niedergerissen. Noch ein Armbrustschütze, der schießt. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Da. Ich hörte ihn, aber ich sah ihn nicht. So war es richtig. Ja, das ist richtig. Weil hat er nicht mehr geschossen. Schön, wie ich mit meinen Vieren hier einfach durchmarschieren kann. Das ist unser, meine Herren. Das Empire ist nun besiegt. Ist es besiegt? Wir nehmen sie natürlich alle gefangen. Aber das wird ein langes Klicken. Die Gefangenen nehmen alle mit. Ticken wir. Die Clans des nördlichen Imperiums sind zu den umliegenden Königreichen übergelaufen, da ihr Anführer die Hoffnung aufgegeben hat, das Imperium wiederherzustellen. Echt jetzt? Nein, wir plündern das, komm. Aber haben wir es damit nicht geschafft? Am 8. Tag im Sommer 1108 ist ein Reich gefallen. Nördliches Imperium gibt es nicht mehr. Ja, aber das ist ja... Okay. Ja, die sind besiegt, so. Dann haben wir die Quest jetzt geschafft. Das war's? Sieg! Das Imperium wurde zerstört! Oh, Cutscene. Also. The defeat of Istiana's coalition marked the dying gasp of the Calradian Empire. No longer would the people of other lands fear the tread of the legions. No longer would they worry that their generation would be the last to know the old ways.
Instead, the great cities of the Empire would be governed by those whom the Calradians once called barbarians. Over time, the Calradians and the peoples of the Outer Kingdom would live together and intermarry. Their children's way of life would mix the old ways of two worlds with new devisings of their own. Some said that the Empire's fall was Heaven's punishment for its domineering arrogance. But if this was true, it was clear that Heaven's will had been wrought through the hands of a champion who used the Empire's own dragon banner against it to rally the avenging armies of its foes to the cause of its destruction. And the peoples of this new world would long remember the one who destroyed tyranny and delivered peace. Uda. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Aber jetzt, damit ich das jetzt richtig sehe. Nur ganz kurz für mein Verständnis. Okay, die sind jetzt alle, die sind alle da. Alle. Sie sind alle dahin. Sie sind alle dahin. Müssten die nicht eigentlich aufgeben und dass das dann war, dass die dann nicht mehr existieren? Eieieiei. Okay, ich hatte gehofft, dass wenn die das Empire besiegen, dass sich all ihre Clans auflösen. Das Problem, was ich jetzt habe, wenn jetzt haben wir die Batania, die haben all die Clans gekriegt. Ne? Also jetzt am Ende ist es ein batanisches Königreich gegen ein batanisches Königreich, das alle unter sich hier jetzt vereint hat. Aber wir sind stärker als alles. Wir haben eine Mannstärke von 34.000. Sie haben hier 7.000. Britannia fast nicht mehr, 2.000. Nicht mal, ne? Das heißt, sie können uns nicht das Wasser reichen. Und egal, was jetzt ist, ne? Jetzt können wir ohne Probleme hier runter in die Wüste und alles holen. Und dann würden wir jetzt auch noch die Aserei besiegen, hätten dann die Kusai finally auch noch besiegt. Also es ist eigentlich nichts mehr. Nur das einzige Problem, dass die Batania jetzt halt mega viel besitzen. Also an Vasallen. Aber gut, jetzt hier noch groß den Rest machen gehen, muss ich nicht. Das reicht mir als Kampagnensieg. Das ist cool. Wir sind eh too big to fail. Waren wir ab einem bestimmten Zeitpunkt, glaube ich, eh schon. Ja gut, damit ist das Let's Play von Mount & Blade 2 Bannerlord beendet mit den Batanian. Keine Sorge, ich werde noch mit einer anderen Fraktion da einen Lauf starten. Es ist ja grundsätzlich immer spaßig zuzuschauen, weil ja die Geschichte sich immer ein bisschen neu schreibt, je nachdem, wo man beginnt. Jetzt haben wir für Batania gekämpft. Wohin es als nächstes geht, weiß ich tatsächlich gar noch nicht. Da werden wir da mal schauen. Ihr dürft gerne wenn ihr es auf YouTube guckt, in die Kommentare schreiben, was ich als nächstes spielen soll, welche Kultur, Aserei, vielleicht mal Imperium, alles vereinen. Da liebäugle ich mal ein bisschen mit, um das Gegenteilige zu spielen. Bei den Kusai vielleicht oder Sturgia, mal schauen. Aber Batania haben wir es gemacht, das war spaßig. Gut, und der Rest ist, das holen wir uns locker. Also würden wir locker theoretisch holen. Von daher, gewonnen. Gut, wie gesagt, wenn ihr es auf YouTube guckt, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Und wir sehen uns zum nächsten Let's Play, was es auch immer sein wird. Ich freue mich drauf. Bis dann.